Wir zeigen hier auf der Messe Angacom die wesentlichen Produktfamilien aus unserem Unternehmen. Die Firma Kimal teilt sich im Wesentlichen in zwei Unternehmensbereiche auf. Einmal sind es die Breitbandnetze, Broadband Systems, und die anwendungskritischen Netze, Mission Critical Networks. Dieses System zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass wir reine Glasfaser-Applikationen damit ideal adressieren können. Das System ist sehr robust vom Anwendungsbereich. Es kann sowohl im Central Office, in den Vermittlungsstellen, als auch im Außenkabinett montiert werden. Es hat einen weiten Temperaturbereich und deswegen ist es besonders geeignet für den zurzeit laufenden Ausbau von Fiber-to-the-Curb-Netzen. Das zweite neue Produkt, was wir hier auf dieser Messe erstmalig der Öffentlichkeit präsentieren, ist das Produkt XMC20. Dieses System ist speziell für die Anwendung in anwendungskritischen Netzen konzipiert worden. Es bedient die bestehenden Systeme, das heißt alte Netze, die bereits bei den Energieversorgern, Eisenbahnbetreibern etc. im Einsatz sind. Es gibt eine spezielle Variante dieses Systems, was lüfterlos eingesetzt werden kann und damit dann gerade in schwierig zugänglichen Regionen zum Einsatz kommt, wo es nicht möglich ist, mal halbjährlich den Lüfter zu reinigen, speziell dann im Pipeline-Umfeld im Ausland, gerade in Wüstenstaaten. Auch dieses Produkt ist eine Systemfamilie. Es gibt neben dem großen Baugruppenträger verschiedene kleine Baugruppenträger, damit Sie optimal dieses Produkt auf Ihre Bedürfnisse anpassen können und die Anzahl der Schnittstellen entsprechend der Applikation variieren können.